Hallo liebe EMTB-Leser. Ihr sucht ein E-Mountainbike, mit dem ihr auf anspruchsvollen Abfahrten richtig Gas geben könnt? Dann habe ich heute gleich zwei neue Bikes dabei. Nämlich das Strive-On CFR und das Torque-On CF, beide von Canyon. In diesem Video schauen wir uns beide Bikes im Detail an und ich verrate euch, welche Stärken und Schwächen sie haben. Gleich zwei neue Gravity E-Mountainbikes zeigt der Koblenzer Versender an einem Tag. Und dann liegen beide Modelle mit extremer Abfahrtsgeometrie und richtig viel Federweg auch noch super nah beieinander. Zumindest auf den ersten Blick. Klar ist, sowohl beim Strive-On CFR als auch beim Torque-On CF stehen schwere Abfahrten und richtig anspruchsvolles Gelände ganz oben auf der Prio-Liste. Beide Bikes haben einen Vollcarbonrahmen und kommen im Mallet-Setup, also mit 29er Vorderrad und 27,5er Hinterrad. Trotzdem ist die Ausrichtung der beiden EMTBs unterschiedlich. Die komplett neue Plattform Strive-On CFR ist als kompromissloses Race-Enduro konzipiert, extra für den neuen E-Enduro World Cup. Um auf den anspruchsvollen Uphill-Stages zu bestehen, sorgt Boschs Performance CX für Schub. Das ist ein Novum an EMTBs von Canyon. Die Batterie kann nach unten aus dem Unterrohr gezogen werden. Es passt sowohl der 625er als auch der 750er Powertube ins Bike. Ganz wie es zum Einsatzbereich oder der anstehenden Tour passt. Der Antrieb, also das System aus Motor und Batterie, ist auch gleich einer der ganz markanten Unterschiede zwischen den zwei Bikes. Denn das Torque-On CF wird von Shimanos EP8 befeuert. Dazu kommt das gelungene Akkusystem, das Canyon eigens für das Spectral On entwickelt hat. Heißt, ihr habt die Wahl zwischen 720 und satten 900 Wattstunden. Beide Batterien passen hier ins Unterrohr. Und das Verhältnis aus Gewicht und Reichweite ist wirklich stark. Mit der großen 900er Batterie sind dicke Unterarme garantiert, denn so könnt ihr richtig Tiefenmeter auf euren Lieblingstrails sammeln. Wir kennen diesen Antrieb schon ziemlich gut aus dem Spectral On. Und in unseren Vergleichstests hat die dicke 900 Wattstunden Batterie schon mehrfach die Bestmarke gesetzt. Die Geometrie ist bei beiden Bikes sehr ähnlich, nämlich ein richtig langer Reach von 500 mm in Größe L, dazu ein flacher Lenkwinkel von 63,5 Grad. Das sorgt für richtig viel Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Im rauen Gelände Vollgas geben, da macht diesen Bikes kein Konkurrent so schnell etwas vor. Die Kettenstreben sind mit 445 mm bei beiden Bikes ebenfalls identisch und weder besonders lang noch super kurz. Das beschert den zwei Rädern ein ausgewogenes Handling. Nicht zu träge und mit richtig starkem Kurvenverhalten. Die Mischung aus Fahrspaß und Fahrsicherheit passt extrem gut. Besonders leicht aufs Hinterrad lässt sich aber weder das Torque noch das Strive ziehen. Aber wo liegen die Unterschiede zwischen Strive und Torque auf dem Trail? Das Torque-On hat mit 180 mm an der Front und 175 am Heck nochmal einen Zentimeter mehr Federweg. Canyon bezeichnet das Torque selbst als Mini-Downhiller und das können wir nach unserem ersten Test auch so bestätigen. Es wacht erst bei hohen Geschwindigkeiten richtig auf und will mit gekonnter Hand über den Trail gezirkelt werden. Dann liefert es nochmal mehr Reserven als das Enduro Strive-On. Bikeparks, Sprünge und harte Downhill-Tracks. Hier ist das Torque zu Hause. Super, gemessen am üppigen Federweg und der extremen Geometrie bleibt das Torque noch erstaunlich handlich. So macht es bei sportlicher Fahrweise auch auf seichteren Trails richtig Laune. Vorausgesetzt ist es genug Zug nach unten da. Bei langsamer Fahrt und in engeren Passagen ist das lange Bike aber nicht mehr handlich. Das Strive-On hat uns hier deutlich besser gefallen. Im direkten Vergleich versprüht es deutlich weniger Big Bike Feeling. Es hat fast schon etwas von einem spritzigen Trailbike. Es lässt sich direkter und leichtfüßiger über den Trail scheuchen. An Fahrsicherheit für ruppige Passagen fehlt es aber auch hier auf keinen Fall. Das Bike gibt richtig viel Vertrauen. Doch auch für das Strive gilt, richtig aufblühen kann es erst bei hohen Geschwindigkeiten und im harten Enduro-Gelände. Im Uphill macht das neue Strive-On ebenfalls eine richtig gute Figur. Und hier hängt es den großen Bruder Torque ganz deutlich ab. Allein schon Boschs Performance CX Motor macht fiese Kletterpassagen deutlich leichter. Außerdem sitzt man mit dem noch steileren Sitzwinkel sehr zentral im Bike. Die Kontrolle über das Rad ist wirklich exzellent.
Genau das Richtige für harte Uphill-Challenges. Eine Trinkflasche passt übrigens in beide Bikes. Beim Talk-On mussten die Canyon-Ingenieure allerdings tief in die Trickkiste greifen. In einem Ausschnitt im Oberrohr hat eine spezielle Flasche mit 650 Millilitern Platz, die mit einem Strap gesichert wird. Die Bedienung klappt einhändig. Noch ein Wort zur Größenwahl. Beide Bikes fallen wirklich lang aus. Wer ein eher verspieltes Fahrverhalten bevorzugt, sollte im Zweifel eher zur kleineren Größe greifen. Die Sitzposition allerdings ist bei beiden Bikes durch den steilen Sitzwinkel nicht übermäßig gestreckt. Sowohl Talk-On als auch Strive-On gibt es in drei Ausstattungsvarianten. Preislich geht es jeweils bei knapp unter 6.000 Euro los. Die exakten Infos dazu findet ihr in den ausführlichen Artikeln auf unserer Webseite. Bleibt die Frage, welches Bike würde ich persönlich mit nach Hause nehmen? Ich mag natürliche Enduro-Strecken deutlich lieber als Bikepark-Lines und Jump-Strecken. Von daher würde meine Wahl ganz klar auf das Strive fallen. Für mich ist es das deutlich vielseitigere Bike. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns gerne auch ein Like und ein Abo da. Viel Spaß auf den Trails und bis zum nächsten Mal.